Deutschland hat gewählt. Die Wahlberechtigten haben ihre Arbeit getan. Jetzt liegt es an den Parteien, schnellstmöglich eine neue Regierung zu bilden. Doch das Ergebnis ist denkbar knapp. Über die schwierige Regierungsbildung möchte ich jetzt mit der stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Eva Quadbeck, sprechen. Hallo nach Berlin. Hallo nach Hannover. Uns stehen jetzt spannende Wochen und Monate bevor. Die SPD ist mit 25,7% stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 24,1%. Olaf Scholz, der hat gestern klar einen Regierungsanspruch formuliert, Armin Laschet eigentlich auch, obwohl er jetzt nach internen Informationen aus der Präsidiumssitzung davon zurückgerudert ist. Wie siehst du das? Müsste sich Armin Laschet generell als Zweitplatzierter jetzt erstmal zurücknehmen und Olaf Scholz den Vortritt bei einer möglichen Regierungsbildung lassen? Ja, also gute demokratische Gepflogenheit ist ja, dass man eine Niederlage, wenn man sie eingefahren hat, auch einräumt. Das hat Armin Laschet gestern Abend bewusst nicht getan. Hätte er sofort eine Niederlage eingeräumt, wäre die Gefahr groß gewesen, dass da im Adenauerhaus die Leute schon mit dem Dolch im Gewande rumlaufen und er sehr schnell die letzte Macht, die er in der Partei noch hat, verliert. Aber so hat er erstmal das Bild erzeugt, mit der noch amtierenden Kanzlerin hinter sich stehend und einem großen Teil des CDU-Vorstands und Teilen aus seinem sogenannten Zukunftsteam hat er erstmal sich abgesichert und einen Machtanspruch formuliert. Den wird er aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen so nicht aufrechterhalten können. Zum einen ist es so, dass dann am Ende doch nicht die ganze Partei hinter ihm steht. Also es gibt eine Menge Leute, die jetzt ihm gestern Abend und in diesen Stunden noch die Stange gehalten haben, die in Wahrheit aber schon die Faust in der Tasche ballen und eine Erneuerung der Opposition wollen und es auch andeuten, dass die Union dafür nach 16 Jahren an der Regierung am besten auch in die Opposition gehen sollte, um sich aufzustellen. Das sagt keiner bislang so offen, aber die Analyse von vielen Unionsleuten ist durchaus in diese Richtung. Was glaubst du, könnten uns da in den nächsten Wochen also Personalentscheidungen bevorstehen bei der CDU und vielleicht auch bei der SPD? Also die SPD sehe ich im Moment tatsächlich ungewöhnlich stabil. Also wenn ich so auf die letzten 10, 20 Jahre zurückschaue, die SPD hat ja immer wieder mit sich gehadert und Vorsitzender der SPD zu sein, das war ja sowas Ähnliches wie Rodeo zu reiten. Man konnte jederzeit abgeworfen werden. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Und Scholz war jetzt klug genug zu sagen, dass er auch nicht nach dem Parteivorsitz greift, auch nicht nach seinem fulminanten Sieg, sondern erstmal die beiden im Amt lassen will. Möglicherweise werden die auch wiedergewählt. Und sie sind ja auch diejenigen, die den linken Parteiflügel ruhig halten und damit Olaf Scholz die nötige Beinfreiheit für die Verhandlungen geben. Bei der Union ist es was anderes. Als erstes wird jetzt ausgefochten, wer wird Fraktionschef bei der Union. Wäre Laschet wirklich stark, würde er sich vorübergehend kommissarisch erstmal als Fraktionschef wählen lassen, um mit der Stärke Partei und Fraktionschef in mögliche Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und wäre er am Ende Kanzler, würde man den Fraktionssitz natürlich nochmal jemand anderem geben. Man kann ja nicht beides gleichzeitig sein, das ist vollkommen klar. Aber für den Übergang müsste sich ein starker CDU-Chef jetzt zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen. Das wird er aber nicht. Laschet ist in der Union nur so lange einigermaßen stabil als Parteivorsitzender, solange die Union noch eine Resthoffnung hat, dass er doch für sie ins Kanzleramt einziehen kann. In dem Moment, wo klar ist, dass er das nicht ist und dann ist er weder Fraktionschef noch hat er für die Union das Kanzleramt geholt, dann wird auch ganz schnell die Rochade losgehen, dass alle sagen, und jetzt brauchen wir für die Erneuerung einen neuen Parteichef. In der gestrigen Berliner Runde bei ARD und ZDF kam es schon zu einer vorsichtigen Einigung, und zwar zwischen FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Die haben schon abgemacht, dass sie jetzt abseits von SPD und CDU miteinander direkt sprechen wollen. Könnte es bei diesen Gesprächen schon ja eine Art Vorentscheidung geben, wie Deutschland in Zukunft regiert wird? Ja, man spricht im Regierungsviertel schon von der sogenannten Zitruskoalition, also Zitrone und Limette, die da zusammenkommen. Wenn es den Grünen und der FDP tatsächlich gelingen sollte, sich inhaltlich zusammenzuraufen, dann kann es ihnen egal sein, wer künftig unter ihnen Kanzler ist. Weil wenn sie mit einem mehr oder weniger fertigen Regierungsprogramm
hingehen und das SPD oder auch der Union auf den Tisch legen und sagen, so, für diesen Preis bekommt ihr uns, für einen anderen nicht, dann sind sie nicht nur die Königsmacher, sondern sind sie selber die Könige. Daran glaube ich aber nicht. Die Taktik von Herrn Lindner, der ja Frau Baerbock in dieser Runde offensiv zu Gesprächen eingeladen hat, ist, dass er die Grünen in eine Jamaika-Koalition ziehen möchte. Die Grünen können sich darauf gar nicht einlassen, weil Jamaika würde ihnen unter den gegebenen Umständen, nämlich dass die SPD die Wahl gewonnen hat, ihre Basis und wahrscheinlich auch ein Großteil der Wählerklientel nicht verzeihen. Also diese Taktik wird erstmal nicht aufgehen. Und wenn dann bei Herrn Lindner die erste Enttäuschung da ist, dass er sieht, dass er die Grünen nicht so, mir nichts, dir nichts, in eine Jamaika-Koalition bekommt, dann werden die Karten nochmal neu gelegt. Zum Abschluss vielleicht nur eine kurze Einschätzung von dir. Was glaubst du, wann haben wir eine neue Regierung? Noch in diesem Jahr? Diesen Wunsch haben ja tatsächlich sowohl Herr Laschet wie auch Herr Scholz beide schon geäußert, dass das schnell gehen soll und dass man vor Weihnachten eine neue Regierung stehen hat. Da glaube ich aber, dass tatsächlich der Wunsch der Vater des Gedanken war. Ich bin mir relativ sicher, dass Merkel die Neujahrsansprache noch halten muss. Vielen Dank, Eva Quadbeck. Sehr gerne. Und sobald es etwas Neues rund um die Bundestagswahl gibt, erfahren Sie es natürlich sofort auf rnd.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.